Wir befinden uns bereits in der dritten Welle der Corona-Pandemie. Sinkende Inzidenzen sind trügerisch, weil weniger getestet wurde. Die Intensivstationen laufen voll, die PatientInnen werden immer jünger und der Personalmangel immer drastischer. Und währenddessen gehen die Impfungen immer noch schleppend langsam voran. 9.000 Pflegekräfte haben seit dem Beginn der Corona-Pandemie gekündigt und eine dritte Welle wird den Notstand im Gesundheitssystem noch viel heftiger machen. Bundeslockdown oder Brückenlockdown, die Spitzen der Landesregierungen und der Bundesregierung, kommen zwar immer wieder mit neuen Begriffen um die Ecke, die irgendwie Aktionismus vorgaukeln wollen, aber vor dem, was wirklich notwendig ist, schrecken sie alle zurück, nämlich den Wirtschaftslockdown. Nach über einem Jahr der Pandemie und Zehntausenden Toten allein in Deutschland gehen immer noch die Profite vor. Ausgangssperren sind stattdessen Beschneidungen unserer demokratischen Freiheiten. Nicht wir sind schuld am Infektionsgeschehen, wenn wir draußen spazieren gehen, sondern die KapitalistInnen, die uns zwingen, weiterzuarbeiten. Ohne Tests, ohne Homeoffice-Pflicht und auch oft ohne Abstände. Die meisten Infektionen finden am Arbeitsplatz statt. Es ist klar, um die dritte Welle zu brechen, müssen wir die nicht essentielle Produktion herunterfahren. Und das müssen wir selber machen. Um den Wirtschaftslockdown durchzusetzen, brauchen wir die Selbstorganisation in den Betrieben. Nur durch Streiks können wir die Produktion lahmlegen. Wir fordern, dass die KapitalistInnen, die in der Krise immer reicher geworden sind, bezahlen. Und wir fordern die Abschaffung aller Impfstoffpatente und die Vergesellschaftung des gesamten Gesundheitssystems, um die Krise bewältigen zu können. Für diese Perspektive gehen wir auf die Straße. Am Samstag ist der Zero-Covid-Aktionstag. In vielen Städten und online finden Kundgebungen und Aktionen statt. Komm mit!